Ciao zusammen. Tschüss. Ich möchte euch heute zeigen, wie ihr noch mit Windows Movie Maker einen Film machen könnt. Das müsst ihr eventuell abladen, falls ihr es nicht drauf habt. Das ist kostenlos. Dann öffnet ihr das Programm. Und dann kriegt ihr ein leeres Dokument. Und dann könnt ihr hier Videos und Fotos hinzufügen. Ihr könnt zum Beispiel mal schnell hier unter Vorlage Videos mal so eine. Dann sehen wir hier unten, wie sie immer laden, bevor ihr es verwenden könnt. In dieser Zeit könnt ihr natürlich noch weitere Sachen hinzufügen, was ich auch gerade mache. Und zwar einmal das und einmal das. So. Dann kann man einfach packen, mit der Maus draufbleiben und verschieben. Und dann, wenn man dort doppelklickt, den Sender, der kommt hier oben, man sieht immer, in welchem dass man sich befindet oder man befindet sich eben nicht drin. Und wenn man einen Doppelklick macht, ist man gerade auf dem Tabulator drauf und dann kann man hier zum Beispiel die Videolautstärke, aber das ja nur ein Bild ist, das ist ein Bild, Bild, Video. Das nur ein Bild ist, kann man auch keine Lautstärke rein tun. Aber man kann hier zum Beispiel sagen, wie lange das es soll dauern. Ich nehme jetzt zum Beispiel 5 Sekunden, dann nehme ich hier auch 5 Sekunden. Dann kann man die zwei animieren. Und zwar kann man sagen, dass sie zum Beispiel hier so kleiner werden oder von der Mitte aus grösser. Ich mache jetzt mal da grösser und nehme dann da als kleiner wieder, so dass man den Übergang nicht sieht. So. Und hier nehmen wir keinen Übergang. Lassen wir mal so. Jetzt können wir zum Beispiel noch Musik hinzufügen an dieser Stelle. Das heißt, es wird jetzt hier hinzufügen, wo ich wo der Film startet, oder wenn das so das kleine Intro von mir ist, dann kann man hier Musik hinzufügen. Ich habe hier ein Lied, das ich für das verwende. Das ist das Leitsding. Dann kann man bei dem genau gleich Doppelklick, dann sehen wir, befinden wir uns im Menü Musiktools. Und da können wir jetzt Endpunkt festlegen. Vielleicht machen wir das kürzer. Und zwar so. 4 Sekunden. Und da auch 4 Sekunden. So. Und dann nochmal Doppelklick, sind wir wieder in Musik. Ich mache Musik soll einblenden kommen, ganz langsam und auch langsam wieder verschwinden. Und dann kann man hier noch die Lautstärke einstellen. Und man kann jetzt zum Beispiel hier reinklicken und sagen, hier soll die Musik aufhören. Dann hört sie hier auf. Und dann kommen wir hier oben auch wieder zurück. So. Und dann kann man hier vorne und das mal abspielen. Ich habe jetzt gerade keinen Ton. Das gibt es bei mir am X. Dann muss ich einfach nochmal schnell vergesst nicht eures Projekt speichern. Den Speichern unter. Nehmen den neuen. Vielleicht am besten gerade da drauf. Oder. Nein, wir bleiben da, wo wir gewesen sind.
Da sind wir gewesen. YouTube. Würde ich sagen, da in Vorlagen, Videos. Das Auto. Ohne. Dann könnt ihr hier nochmal das schnell schließen und nochmal aufmachen. Und hier könnt ihr das letzte Projekt öffnen. Dann kommt das und dann probieren wir es gerade nochmal. So. So, das war mein kurzes Intro. Und jetzt haben wir gesehen, dass das Video schräg ist. Auch hier, Doppelklick. Ah nein, stimmt nicht. Da müssen wir nicht Doppelklick, sondern auf die Startseite. Und dann könnt ihr hier nach rechts bewegen. Nein, ist ja schräg. Und jetzt probieren wir das gerade nochmal. So, und das ist der erste Schritt gewesen. Und so könnt ihr jeweils Bilder oder Videos hinzufügen. Wir können ja hier, wenn ihr auf die Leertaste drückt, könnt ihr auch Play drücken. Und ihr könnt jetzt sagen, eben, der letzte Teil hier zum Beispiel ist ja nur noch schwarz, oder? Da wollt ihr nicht auch noch drauf haben. Mit der Leertaste könnt ihr gut arbeiten. Dann könnt ihr das immer schnell drücken und anhalten. Und dann könnt ihr hier in Videobearbeitung und zum Beispiel teilen. Dann habt ihr aus dem Video, dort wo wir jetzt gerade sind, zwei Stück gemacht. Und könnt ihr beliebig verschieben. Könnt jetzt das zum Beispiel da vorne hin tun. Das ist allerdings ja noch schwarz. Und das könnt ihr auch genauso gut löschen. Und ihr könnt hier zum Beispiel zuschneiden. Sagen, von wann soll anfangen, bis wann. Oder ihr könnt sagen, geht hier, so, und setzt den Startpunkt. Dort soll das Video anfangen. Also zum Beispiel so. Jetzt startet es ein bisschen weiter vorne. Jetzt habt ihr gesehen, wir haben immer noch ein bisschen schwarz drin. Jetzt können wir zum Beispiel hier nochmal Play drücken. Anhalten. Und jetzt den Endpunkt. Und jetzt werdet ihr sehen, ist alles viel kürzer geworden. Und jetzt hört man meine Stimme nicht gut. Dann kann man hier das Video Lüter stellen. Etc. Und vergessen eure Projekte jeweils nicht speichern. Wenn ihr nur auf Speichern geht, ist natürlich dort, wo ihr zuletzt gemacht habt. Also war jetzt hier ohne. Und sonst unter, dann könnt ihr als neues Projekt ablegen. Und zum Schluss, wenn ihr fertig sind, könnt ihr den Film speichern und könnt wählen, für was ihr das wollt. Für hochauflösende Anzeige, das ist Full HD, für YouTube, Android Phone ist auch Full HD. Ja. Ich mache es immer auf hochauflösend und tue es dann von dort überziehen auf YouTube oder was auch immer. Ah, noch etwas habe ich vergessen. Wir können jetzt hier bei der Startseite zum Beispiel noch einen Bildtitel hinzufügen und sagen, hallo, das ist ein Testvideo
hoffentlich klappt es auch bei euch. LG, SOS. So, und jetzt sehen wir ja, dass da mit dem weißen Logo, das ich hier habe, dass sich das überschneidet. Dann könnt ihr hier eine Kontur noch auswählen, zum Beispiel. Eine schmale oder dicker, wie auch immer. Schmal, eine Farbe. Ich würde jetzt schwarz nehmen, dass die Kontur auch richtig gut ist. Und dann könnt ihr bei diesem Text auch hier Doppelklick sehen. Dann kommen wir auf Texttool und können da und können wir dann hier schauen, wenn ihr das gerne hättet. Soll es so durchlaufen, der Text, oder einblendet, oder müssen halt mit dem spielen. Zum Beispiel hier so. So. Und so könnt ihr das machen. Ich hoffe, ich kann euch mit dem ein bisschen helfen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Video machen und bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.